Freunde, bei mir kam ein Paket an. Es gibt endlich wieder Blaze in den 25 Gramm Packung. Mit einigen Sorten. Die gucken wir uns jetzt aber erstmal schnell auf der Website an. Okay, hier sehen wir die Sorten. Wir haben einmal einen Zitrone mit einem Hauch Grüntee. Das ist der Lemenziaga. Dann haben wir den Preach. Das ist äh, Pfirsichgrüner Tee. Da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir den Love. Den habe ich gerade an. Das ist sozusagen der Laos auf Dark Blend. Also ein Blaubeere-Kirsche-Tabak. Wir haben den Cinema Roll. Also ein Zimt, Rollen, roll Tabak. Wir haben den Limehype, den kennen wir schon. Das war ein Citrus-Flavor, also ein Limette-Flavor. Dann haben wir den Black Uber. Das ist ein traube minze Den habe ich auch schon geraucht. Da gibt es auch gleich schon das Fazit für. Und das war schon. Also, wir haben erstmal sechs Sorten. Und den Limehype kennen wir schon. Den Traube gab es auch schon mal so. Den Lemonziaga, den kennen wir vor allem noch von Hukain selbst. Und gibt es jetzt eben auch noch als Dark Blend. So. Fazit zu dem Traube, den habe ich gestern daheim geraucht. Traube Minze, muss man wirklich dazu sagen. Falls ihr die Sorte schon kennt von Blaze, sie hat sich etwas verändert, aber ich finde zum Besseren. Sie ist etwas weniger künstlich geworden und die Frische ist noch krasser am Start. Das heißt, für Leute, die wirklich eine Traube, Traube, Traube mit einem Schuss Minze haben wollen, ist er jetzt fast zu frisch. Für Leute, die wirklich ein Traube- und Minze-Tabak haben wollen, ist der jetzt aber richtig gut getroffen und Traube hat mich natürlich komplett abgeholt, also den fand ich schon mal extrem geil. Jetzt habe ich gerade an den Love, also den Blaubeere und Kirsche Tabak, der läuft gerade in der Hookah in Sevilla Bowl, die bin ich auch noch fleißig am testen. Erster Eindruck von dem Kopf ist auch sehr nice, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Rauchentwicklung von dem Tabak. Und der läuft butterweich. Ich habe sogar das Gefühl, dass der besser läuft als früher. Also Blaze ist ja ein relativ starker Dark Blend. Aber ich habe das Gefühl, der ist mittlerweile fast noch ein Ticken angenehmer geworden zu rauchen, im Vergleich zu dem 200 Gramm Blaze von früher. Ne, für alle zur Erinnerung, das hier ist jetzt noch eine alte Blaze-Dose. Da gab es noch den Cola. Und da bin ich auch ein bisschen traurig, dass es den Cola nicht wieder gibt, weil der Cola war ziemlich nice. Das war eine sehr würzige, sehr leckere Cola-Note. Aber wer weiß, vielleicht kommen da ja noch mal ein paar Sorten hinterher. Aber erstmal gibt es den Cola nicht. Aber dafür haben wir ja wenigstens ein paar andere neue Sorten. Und ich glaube, als nächstes werden wir gleich noch den Breach testen. Aber der Traube schon mal sehr, sehr lecker und auch der Love. Sehr leckere Blaubeere, geile Kirsche, hat so eine leichte Mentholkühle mit am Start. Aber für Leute, die Laos mochten, aber Bock auf den Dark Blend haben, ist der, glaube ich, auch nahezu perfekt. Also auch die Sorte, richtig gut geworden. Als nächstes testen wir den Preach und da zeige ich euch jetzt mal den Kopfbau. Und dann nehmen wir uns hier einmal die Cosmo Shot Bowl. So, bauen wir uns erstmal ein Köpfchen. Hier die Banderole. Blaze kostet in 25 Gramm 4,95 Euro. Normaler Preis für einen Dark Blend, würde ich sagen. Und der Preach soll, wie gesagt, sein. Ein Pfirsich und grüner Teetabak. Das war tatsächlich eine Sorte, die ich mir gewünscht habe. So, ob das Ganze dann jetzt auch bei Blaze so gut funktioniert hat, das checken wir jetzt auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt aber als erstes mal den Kopfbau an. Was sofort bei dem Tabak auffällt, ist, der ist deutlich weniger klebrig. Also, früher war Blaze ja wirklich so ein extremer Klebebatzen. Nicht, dass das jetzt irgendwie schlimm gewesen wäre. Solange du damit halbwegs vernünftigen Kopf bauen kannst, ist das eigentlich irrelevant. Aber angenehmer beim Kopfbau ist es jetzt auf jeden Fall geworden. Also würde ich schon mal sagen, Tabakkonsistenz ist ein Pluspunkt. Also lässt sich jetzt sogar angenehmer bauen, klebt weniger krass aneinander. So, wie viel haben wir drin? 16 Gramm. Wir haben 15,4 Gramm im Cosmos Shot. Das ist absolut in Ordnung. So, wir gehen nochmal beim Rand, wo hier so ein bisschen Molasse ist. Und dann haben wir uns den preach also den physisch grüner T tabak von Blaze. Äh, wir hatten eben noch die Frage, der neue Blaze lieber im Meerloch oder im Funnel? Ich habe beides probiert. Ich finde beides ziemlich gut. Also ich würde sagen, für den Blaze macht es tatsächlich gar nicht so einen Riesenunterschied. Wenn du jetzt jemand bist, der tendenziell lieber Pfanne raucht, kannst du easy im Pfanne rauchen. Wenn du jemand bist, der tendenziell lieber Meerloch raucht, kannst du auch easy im Meerloch rauchen. Also egal für welches Setup du dich entscheidest, der Tabak funktioniert auf jeden Fall mit beiden Setups. Der preacher ist auch angeraucht, Freunde. Folgendermaßen. Geschmacklich. Wir haben einen intensiven Pfirsich am Start, also am Anfang schmeckt man einen intensiven Pfirsich raus und man hat auch so eine Note. Allerdings ist irgendwo in diesem Flavor sowas leicht Künstliches. Ich finde immer noch den alten Must Have Patch zusammen mit dem Blackburn Green Tea geiler. Jetzt ist aber das Problem, den alten Must Have Patch, den gibt's gar nicht mehr. Und das heißt, du musst irgendeinen anderen Dark Blend Peach nehmen und den mit dem Green Tea mischen und dann kommst du auch nicht genau da raus, wo wir damals rauskommen wollten mit unserer Tea is Good Mischung, die ja sozusagen dieser Flavor sein soll. Das ist ein guter Flavor, aber kein überragender Flavor und ich finde den Mix wie er früher war, auf jeden Fall besser als das, was hier jetzt rausgekommen ist. Er ist aber immer noch lecker. Ist aber nicht so geil wie er so vorher war. Er ist leicht künstlich, es hat aber trotzdem seinen eigenen Charme. Also nur weil es nicht genau das ist, was ich damals wollte oder immer noch will, ist aber trotzdem gut, aber nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Aber die anderen Flavor haben mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Also der Traube war legendär, der Love war sehr, sehr gut. Aber so mein erster Eindruck zu den ersten drei Sorten. Aber ich bin sehr froh, dass wir Blaze jetzt auch in 25 Gramm wieder am Start haben. Es ist ein schöner, starker Dark Blend, der sich vom Schnitt sogar noch ein bisschen verbessert hat. Also ist nicht mehr so klebrig und lässt sich immer noch sehr angenehm rauchen. Aber er ist natürlich stark, ne? muss man wissen. Ja, so viel mein erster Eindruck zu den neuen Blaze-Sorten.